Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rotgetreide. Heute sind wir wieder auf dem craftersparadise.de Server und schauen uns an, was das Bauevent vom August 2021 zu bieten hat. Das Thema dieses Mal waren Segelschiffe und wir haben uns dazu Gedanken gemacht und welche genau, das zeigen wir euch jetzt. Und zwar haben wir das Thema so umgesetzt, dass wir ein Segelschiff, eine Palme und ein Cliff dahinter gebaut haben, darunter natürlich ein ausgebautes Meer. Das Segelschiff wird von einer großen Krake angegriffen. Das wird man auch später noch sehen, dass auch die Krakenarme, Tentakel, ja, durch das Schiff durchlaufen. Und ja, wir hatten nicht allzu viel Zeit. Ich bin schon an weiteren Projekten für den Server dran, deswegen konnte ich dann irgendwann nicht mehr weiterbauen. Den Stand wollte ich noch ausbauen, haben wir nicht mehr gemacht. Man kann auch auf das Schiff hinaufkommen und zwar genau an der Stelle hier. Und da können wir uns das Ganze mal von innen drin anschauen. Da wären zum einen mal der Bugheck, keine Ahnung, hinten, hinten auf dem Schiff. Was wir ausgebaut haben. Die Segel sind natürlich nicht ganz so gut gelungen. Die sind tatsächlicherweise echt schwer. Also wer Segel gut hinbekommt, Respekt. Von hier aus kann man eigentlich das Boot gut steuern. Das heißt, man könnte, wenn die Krake uns nicht im Griff hätte. Zumindest ein bisschen wurde das Schiff auch von innen ausgebaut. Hier mit ein paar Tischen und Stühlen und eine Ebene weiter unten. Ebenfalls mit Schlafgelegenheit, aber auch Lesegelegenheit. Hier machen wir am besten wieder zu. Nicht, dass da Wasser durchläuft. Ja, also hier kann man sich's gemütlich machen, zumindest theoretisch, wenn man nicht gerade irgendwie rumgeschleudert wird von der Riesenkrake. Dann, wie wir hier sehen, kommt also auch die Tentakel durch das Schiff durch, von unten durch. Und ja, wenn das Schiff angegriffen wurde, wird es auf jeden Fall sinken. Den Zustand können wir hier nicht zeigen, weil wir können keine Stop-Motion abbilden, aber wir können den Zustand hier zeigen und ja, es wird angegriffen und dabei wollte es doch eigentlich gerade anlegen an das Cliff. Mit einem beherzten Sprung ins Wasser geht es weiter. Hier unten haben wir Magma-Blöcke gesetzt, um ein bisschen Luftblasen zu simulieren. Natürlich wird man dadurch auch angezogen, macht das Ganze etwas gefährlicher, hier unten durchzuschwimmen. Aber das passt ja, die ganze Gegend ist gefährlich und ja, ein bisschen haben wir ausgebaut. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns als nächstes das Cliff an. Beim Cliff haben wir drei Wasserfälle verbaut, Hängeranken und ein paar von den neuen tiefen Schiefer, glaube ich, sind das Baublöcken. Also auch ganz aktuelle Blöcke mit reingenommen. Und ja, hier gibt es einen geheimen Eingang, den man von dieser Seite aus sieht, beziehungsweise wenn wir davor sind. Und da gehen wir jetzt mal hin. Bevor wir aber hier hineingehen, schauen wir uns ganz kurz an, was außen noch gebaut wurde. Hier kommt man nämlich auch hoch und kann von außen das Cliff besteigen. Und ja, hier haben wir auch ein paar versteckte Secrets eingebaut. Naja, zumindest offensichtliche Secrets. Es gibt keine, die man entdecken muss. Aber schaut einfach mal selbst. Man kann den ganzen Weg bis nach oben gehen. Man kommt hier nicht in den Bereich, den wir später bzw. gleich noch sehen werden. Jedenfalls kann man hier hoch. Man kommt auch über die Wasserfälle nach oben. Also auch das wäre möglich. Das war zuerst da. Und den Aufstieg haben wir dann noch am Schluss nachgebaut. Hier oben haben wir entsprechend Kürbisse, Melonen, ein paar Ranken gebaut, um das ein bisschen zu dekorieren. Jetzt springen wir einfach mal hier runter. Hier gibt es keinen Fallschaden und schauen uns einfach an, wie es drinnen aussieht. Hier drinnen haben wir eine kleine Piratenbase gebaut, wo jeder Pirat sich einhausen könnte. Man könnte Sachen verstecken, Truhen aufbauen und ja, auf insgesamt drei verschiedenen Ebenen drei verschiedene Designs gewählt. Hier ist also ein kleiner ausgebauter bewaldeter Höhlenbereich und auf der nächsten Ebene, die jetzt kommt, haben wir eine kleine Schatzkammer gebaut.
Und das Ganze mit Shader sieht ungefähr so aus. Und ja, ich denke doch, das ist ganz nett, wenn man hier etwas verstecken möchte, Schatzkisten dergleichen. Man kommt nicht sofort hin, man muss auch überhaupt mal wissen, dass dort entsprechend eine Schatzkammer ist. Und ja, das war das kleine Secret. Wenn ihr es gefunden habt, ohne meine Hilfe hier, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, dann schaut es euch gerne mal an. vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen. Es ist nicht weit ausgebaut. Natürlich könnte man hier noch ein paar Details mit einbauen. Es ist so, ich habe nicht ganz so viel Zeit. Ich sitze noch an anderen Projekten dran und auch das habe ich beziehungsweise Ketzi und ich haben das nebenbei gemacht. Aber ich hoffe, es gefällt euch soweit. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr als Stammspieler oder als Teammitglied oder als Teilnehmer beim Bauevent für das Projekt abstimmen würdet. Zumindest überhaupt mal abstimmen würdet, ob jetzt für mich oder für andere, ist mir eigentlich zweitrangig egal. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr für mich abstimmt oder für Ketzi und mich. Ist ja ein gemeinsames Projekt. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Projekt und ich hoffe sehr, ihr macht bei dem nächsten Monatsprojekt mit. Ich habe keine Ahnung, was es wird. Ich vermute auf irgendwas Herbstliches, weil wir haben jetzt dann September, wenn das Bauevent fertig ist, ist ja der 1. Oktober, könnte in Richtung Herbstthema gehen. Ich bin mir nicht sicher, ich denke aber, es wird so kommen. Und wenn ihr dann dabei seid und mitmachen wollt, kommt einfach auf craftersparadise.de. Die IP-Adresse blende ich gleich nochmal mitten im Video ein. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Wir haben auch einen Discord-Server, bei dem Fragen gestellt werden können oder Probleme diskutiert werden können. Auch die anderen Mitspieler hier auf dem Server helfen immer fleißig mit. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß mit der kommenden Woche und wir sehen uns sicherlich bei dem einen oder anderen Event wieder in der Zukunft. Also bis dann, ciao!